Now, ladies and gentlemen, the judges are ready. The fighters are ready. Millions of fans watching live around the world are ready. Las Vegas, Nevada, make some noise if you are ready! Meine lieben Damen und Herren, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, heute das Mega-Event, auf den die Welt gewartet hat. Es ist soweit. Julio Enrico Fernandez trifft auf den Titelwärter im Mittelgewicht Jeremy The Hill Kreuzberg. Und ich darf Sie heute begrüßen, Matthew Ironhead Cahill. Und an meiner Seite ist Sugar John Bellington, meine Freunde. Heute extra für euch werde ich diesen wundervollen und extremen Kampf mitkommentieren, ja. Und dafür sind wir sowas von dankbar. Wir bei Yoda Sports Live haben uns heute gar nicht gescheut, auch mal hochrangige Leute hinter das Kommentatorenpult zu holen. Und deswegen haben wir hier neben uns. Und wir sind einfach nur heiß auf den Kampf. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Die Freude ist ganz meinerseits. Okay. Wir sehen in den weißen Shorts haben wir heute den Champion Jeremy The Hill Kreuzberg. Und los geht's, ready to rumble. Und in den schwarzen Shorts Julio Enrico Fernandez aus Juarez in Mexiko. Mit seinen 19 Jahren ist er kein unbeschriebenes Blatt mehr. Nein. Ja. Die Stats sprechen für sich. 8-1, davon 6 Knockouts und 2 im vorzeitigen. Ja. Beendet Ringrichterabbruch. Technischer K.O. Und jetzt geht's los, meine Freunde. Auch schöne Chaps hier von Kreuzberg. Weißt du, ich durfte ihn mal kennenlernen, The Hill Kreuzberg. Ach echt, wo denn? Ich traf ihn damals in Boston, ja, in Massachusetts. Und zwar lernte ich ihn auf einer Gala kennen für Obdachlose. Ach, habt ihr euch da beide engagiert oder wie darf ich das auffassen? Natürlich. Ach, schon seit 10 Jahren engagiere ich mich hier für. Oh, schöner Chap jetzt von Kreuzberg. Deswegen bin ich auch ein Kreuzberg-Fan. Wegen seiner sozialen Ader oder woran? Auf jeden Fall. Die wird dem Kampf heute nicht viel bringen. Heute im Ring, ihr wisst es, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, im Ring ist es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist einfach. Es ist natürlich schade, dass die, wenn sie uns natürlich zuhören hier auf Yoda Sports Live, dann ist es natürlich schade, dass sie nicht hier in dieser wundervollen Boxarena sitzen und diesen Kampf live verfolgen können. Aber wir werden natürlich unser Bestes tun, den Kampf so gut audiovisual zu vermitteln, wie es nur in unserer Macht steht. So ist es schon. Genau. Beide kämpfen natürlich in der Linksauslage. Hier kein Problem, beide als Rechtshänder. Starke Hand hinten, die rechte, die Führhand ist vorne. Und hier sieht man auch, gute Beinarbeit, gutes Standing. Ja, man muss wirklich sagen, Julio Enrico Fernandez sieht heute wirklich sehr gut aus. Also in Topform. Der Junge ist wirklich in Topform. Das haben wir auch schon beim Weigh-In gestern gesehen. Klasse. Mhm. 72 Kilo brachte er. Punkt. Punkt 72 Kilo bis 73 geht's. Ja. Wurden für diesen Kampf angesetzt 73,2 Kilo. 72 glatt. Und von dem Titelwärter waren es 72,8. So ist es. Und du musst natürlich auch sagen, dass Julio Enrico Fernandez 19 Jahre alt ist und Jeremy The Hill Kreuzberg 26. Das ist natürlich ein Altersunterschied von 7 Jahren. Nicht zu unterschätzen, meine Freunde, meine Boxsportfreunde. Das ist wirklich so, John, da sagst du alles richtig. Es ist, man muss sagen, wir haben schon im Vorfeld, es wurde auch schon heiß diskutiert, es ist ein ähnlicher Kampf wie damals. Pause. Erste Runde Kampf vorbei. John, lass mich das ganz kurz aus. Ja, bitte. Ja. Für die Zuschauer, kurze Pause, beide setzen sich gerade. Es ist ein ähnlicher Kampf wie damals Jeremy The Hill Kreuzberg, als er den Titel gewonnen hat. War ja damals auch 19 Jahre alt, hat gegen jemanden Älteren gekämpft, steht nur mit 12-0 da. Damals war es sein vierter Kampf. Es stand nicht zur Debatte, dass er gewinnt, aber er hat das Unmögliche möglich gemacht und vielleicht ist das heute wieder so. Vielleicht. Wer weiß es.
Also ich denke mal, die erste Runde geht ganz klar an Kreuzberg. Er hat ihn einfach mit seinen Jabs wirklich sehr gut auf Abstand gehalten und immer wieder Treffer gelandet auf die Nase. Ja. Also muss man schon sagen, wirklich sehr gut. Das hat er toll gemacht, ja. Ganz nach dem Gameplan, denke ich. Sie müssen sich natürlich auch die Kraft einsparen. Sie haben hier 3 Minuten. Oh, hier im Publikum. Wir haben den da. Das ist Puff Daddy hier im Publikum. Unglaublich. P. Diddy ist im Publikum. Wahnsinn. Und jetzt geht's weiter, meine Freunde. Die zweite Runde. Klar, das will sich keiner nehmen lassen, so ein Boxer. Nein. Und schon zweimal kein P. Diddy. Schöne Haken jetzt von... Oh, da jetzt geht's rund. Der Uppercut hat auch getroffen. Ja. Den spürt er. Den spürt er richtig. Schön. Und jetzt Anfeuerungen für Kreuzberg hier von seinen Fans. Und schöne Haken. Schöne Haken schlägt er. Kreuzberg. Wow. Oh. Uppercut hinterher. Kreuzberg macht hier mehr Druck. Er macht mehr Druck und es sind 12 Runden, meine Freunde. Und jetzt ist die zweite Runde angebrochen. Und ich muss sagen, Kreuzberg sehe ich leicht vorne. Oh, jetzt aber der Uppercut war stark von Julio Enrico Fernandez. Und er kommt hier wieder gut in den Kampf. Also wenn du mich fragst jetzt gerade, die zweite Runde weiter so und dann geht die an den Herausforderer. Das kann möglich sein. Oh, schön von Fernandez. Schönes Schlagkombo. Ja. Aber direkt ansatzlos die Antwort. Mexikanische Anweisungen hier für Julio. Julio Enrico Fernandez, muss ich jetzt wirklich sagen, erinnert mich an deine gute Zeit als Boxer. Das schmeichelt mich natürlich zu einerseits, aber noch mehr ist es natürlich ein Schmeichel für den ersten 19-Jährigen, der hier im Titelkampf steht. Natürlich. Ich mit meinen 45 Jahren habe natürlich schon einige Kämpfe mehr auf dem Buckel. Meine Zeit war toll, deine war auch gut. Ja, mich erinnert nur der Haken. Die Haken, die er schlägt, hat sich von dir abgeguckt, mein Freund. Du meinst den rechten Haken? Ja. Könnte sein. Das könnte durchaus sein. Aber hier wieder schwere Fäuste. Sehr schön, ja. Ein sehr schöner Boxkampf, meine Freunde. Was war eigentlich dein härtester Gegner, wenn ich dich mal fragen darf? Wenn ich mal schon so einen absoluten Weltstar im Boxsport neben mir habe, man muss sagen, wir sind ja beide wirklich Weltstars, aber ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was war dein härtester Kampf? Da kommen mir natürlich 3 Kämpfe zur Frage, aber der stärkste Kampf auch und der härteste Kampf, wo wir beide auch unsere Nehmerqualitäten gezeigt haben, war damals in London. Du meinst, wo ich gegen dich geboxt habe? Richtig. Ja, das war ein guter Kampf. In London, wann war es? 1990? 1990 in London. Das war ein harter Kampf. Natürlich, was für eine Frage ist das? Das war der härteste Kampf in meiner Karriere. Also wir zwei uns da alle 12 Runden auf die Fresse gehauen haben und am Ende war es ein Unentschieden. Ja. Das war der Wahnsinn. Wir waren bis dato keine Freunde. Und da sieht man, wie der Boxen verbindet. Ja, auf jeden Fall. Wie war das für dich? War das auch ein harter Kampf für dich oder war das... Für mich war das ein sehr harter Kampf. Ich habe auch nach dem Kampf noch 2 Wochen danach Blut gepisst. Weil du ja natürlich mit deinen Lebenhaken mich so malträtiert hast und mit deinen Nierenhaken. Und einer ging auch mal tief in der 8. Runde. Ja, einer ging auch mal tief. Das war keine Absicht. Das war unschön. Das war keine Absicht, das weißt du. Und jetzt die Pause in der zweiten Runde. Den Haken hast du gemeint. Ja, den Haken. Schön angetäuscht. Sehen wir jetzt schön in der Slow Motion. Und jetzt. Täuscht ihn an, als ging er zum Körper und zieht ihn dann doch hoch zum Kinn. Genau. Gefährlich. Und jetzt die dritte Runde, meine Freunde. Jawohl, auf geht's, Round 3. Hier in Las Vegas, Nevada. Live, Yoda Sports Live. Es ist exklusiv heute für Sie. Nur für Sie, meine Freunde. Nur für Sie. Und wieder schön abgetaucht, Slip Uppercut. Schöner Slip-Uppercut. Slip-Uppercut, schön geschlagen mit
Slippy mit der linken. War richtig stark. Oh. Jetzt dreht er aber auf, Fernandes. Der ist nicht zum Mäusemelken gekommen heute. Nein. Oh ja. Sehr schön. Mal ein bisschen geschwungen, aber... Wunderschöne Beinarbeit von Fernandes. Ich muss jetzt wirklich sagen, Fernandes beeindruckt mich. Ja, er ist wirklich sehr gut vorbereitet. Und mit seinen 19 Jahren ist er natürlich ein Riesentalent im Boxsport. Und ich denke, dass er früher oder später Weltmeister werden wird, wenn natürlich dann Jeremy The Hill Kreuzberg abtritt. Auf alle Fälle. Hier bei Yoda Live Sports kann das heute passieren. Das ist alles möglich. Und stark auch wieder. Stark geblockt, dann rausgegangen und wieder mit der rechten gerade nachgeschoben. Unfassbar gut, ja. Der Ringrichter Harry Kulamic aus Bosnien-Herzegowina macht natürlich heute einen wunderschönen Job auch. Macht ihn sehr gut. Behält. Und, ja. Und ich war ja letzte Woche mit ihm essen. Mit dem Ringrichter? Ja, natürlich, wir sind gute Freunde. Okay. Harry Kulamic. Und wir waren Austern essen in einem schönen Restaurant. Ja, wir kennen uns auch schon ewig. Also mein Alter. Hat er auch mal einen deiner Kämpfe gemacht? Nein, dazu ist es nie gekommen. Also ihr habt euch nicht daher kennengelernt. Also natürlich, wenn ihr euch kennt, dass er deinen Kampf nicht macht, ist klar. Aber es war nur durch Boxsport. Ihr habt euch anderweitig damals kennengelernt und seid Freunde geworden. So ist es. Schön. Bei uns ja eben anders, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei uns war es der Kampf in London, der uns näher gebracht hat und wir stoppen Schlagabtausch. Wunderbar. Jetzt geht's richtig zur Sache, meine Freunde. Kreuzberg schlägt hier richtig hart mit seiner Rechten zu, immer ins Gesicht. Er will es schnell beenden. Er will nicht die 12 Runden durchmachen. Das ist nicht seine Absicht. Und jetzt die Ringpause, meine Freunde. Stark. Heute als Special Guest, als Stargast, der amtierende Schwergewichtschampion Jeff Johnson Thompson hier bei mir zu Gast. Herzlich willkommen. Eine außerordentliche Ehre, heute bei euch zu sein. Die Ehre ganz meinerseits. Und hier zum Kurzinterview. Erste Frage, vierte Runde, 20 Sekunden sind angebrochen. Wie schaut's aus? Jeff, wer ist vorne? Was sagst du? Fernandes gefällt mir heute außerordentlich gut. Ja. Kreuzberg sehe ich leicht vorne. Aktuell noch leicht vorne, aber vierte Runde. Wir kommen aus dem Boxsport. Du bist aktiv noch mittendrin. Es ist noch einiges zu kämpfen. Und deine nächste Titelverteidigung, wann steht die an? Meine nächste Titelverteidigung, freut mich übrigens, dass du fragst. Klar, wir bei Yoda Sports interessieren uns für deinen Werdegang. Freut mich, dass du fragst. Und mein nächster Titelkampf ist in... Titelverteidigung natürlich, ist in Portland, Oregon, gegen Billy the Kid Willington. Billy the Kid Willington ist ein harter Gegner. Da bist du dir bewusst? Oder siehst du das so, außer dir gibt es keine Nummer 1 aktuell? Nicht im Schwergewicht im Moment. Das dominiere ich total. Und ja, am 31. Oktober, wenn ihr kommen wollt, kauft euch Karten. Würde mich freuen, wenn ihr mir zuseht, wie ich natürlich Billy the Kid Willington wegboxe. Wir von Yoda Live Sports sind natürlich da. Ich auch hinterm Pult, wie immer. Und ich habe natürlich euch nach dem Kampf ein Interview versprochen. Nur Yoda Sports Live. Nach dem Titelkampf? Nach dem Titelkampf werde ich nur euch ein Interview geben. Nach dem Sieg oder auch nach einer Niederlage? In beiden Fällen. Es kommt nur ein Sieg in Frage. So wollte ich das hören und so kenne ich das auch von dir. Sehr schön. Wir drücken dir die Daumen, wir stehen hinter dir. Und wir werden das neutral beobachten, aber natürlich freuen wir uns, wenn du gewinnst. Und auch bald müsste Sugar John Bellingham zurück sein. Der musste ganz kurz etwas erledigen. Ne? Aber in der Zeit fahren wir einfach weiter fort. Und das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wenn ich doch etwas unangenehm, aber du hast gesagt, wir können alles fragen heute.
Und zwar, was viele Fans interessiert und auch mich natürlich, wie ging das weiter mit dem Popstar? Du hast ja damals eine Affäre gehabt und es kam ja auch zu einem Sohn. Und wie man hat viel mitbekommen. Ich will nicht lange um den heißen Brei reden, aber wie geht's aktuell weiter? Sorgerechtsstreit etc. Ja, was ist das da los? Kann ich dir auf jeden Fall beantworten natürlich. Und zwar ist das so gewesen, ich habe ja mit dem Popstar, mit der Sängerin Sandy Miller, ja, ein Kind. Das meinst du, oder das Thema? Ja, ja, und da habe ich natürlich jetzt, da ist jetzt erstmal noch ein Vaterschaftstest. Ringpause hier, nur weil wir wissen, ganz kurz, es war nicht viel los. Es war sehr ausgeglichen, die Runde. Und kurze Pause hier. Okay, weiter bitte. Natürlich habe ich den Vaterschaftstest angefochten. Und da werden wir jetzt mal weitersehen, wie das weiterläuft. Aber du bist der festen Überzeugung, das wird helfen? Oder kann es sein, dass da vielleicht doch rauskommt, dass du der Vater bist? Kannst du so viel schon sagen? Es ist eine Möglichkeit, die ich nicht ausschließe als Boxschwergewichtsweltmeister. Da ist man natürlich auf alles vorbereitet. Genau. Aber meine Frau und meine vier Kinder, die ich ja mit meiner liebenden Frau Janie habe. Richtig, ja, Janie, sie ist sehr, sehr zauberswert. Janie John. Da ist sie im Publikum auch. Oh ja. Da wird sie sogar eingeblendet. Sehr schön. Und ja. Also ich glaube an deine Unschuld und ich weiß, wie das damals lief und da war einfach einiges auch im Spiel, wo die Wahrheiten verdreht worden sind und deswegen haben wir das heute auch nochmal für Sie so offengelegt, damit Sie sich ein Bild machen können. Wer ist der Mann, der sympathische Mann neben mir? Wirklich ein toller Typ. Was hast du aktuell auf der Waage bei der 1,96 Meter? Bist du wieder bei 105 Kilo oder bist du gerade drüber drunter? Wie? 130 im Moment. Du sitzt ja auch wirklich da wie ein Paket, ja? Paket. Danke. Schwergewichtspaket. Ich bin auch topfit im Moment, aber wie gesagt, ich muss jetzt wieder zu meiner Frau. Wenn du noch eine Frage hast, dann bitte jetzt gleich. Sonst muss ich wieder zu meiner Frau gehen. Ich habe keine vielen Fragen mehr, bis auf eine. Welche Runde wirst du in K.O. hauen, Jeremy? Du meinst Billy the Kid Willington? Genau. Du willst jetzt wirklich eine Einschätzung von mir, wann ich in K.O. haue? Ja. Ich würde sagen, in der vierten Runde. Vierte Runde, Knockout. Und kommt danach sein Bruder? Sein Bruder Rambo? Das werden wir sehen. Sein Bruder Rambo ist aktuell auch, er kämpft beim Halbschwergewicht, macht immer sehr viel Kilos und vielleicht wird das der nächste Gegner. Aber gut, dazu ein andermal. Danke, dass du hier warst. Wie gesagt, ich kämpfe gegen jeden. Jeder, der zu mir kommen will, den mache ich weg. Und ich bedanke mich jetzt für das Interview, aber ich muss jetzt wieder zu meiner Frau, die wartet schon. Schöne Grüße an Janie. Gut, Wiedersehen, mein Freund. Ah, wann wunderbar, sind wir wieder zurück hier auch. Es war wirklich hier schön abgetaucht, aber es war jetzt nicht viel los. Also es kam so vor, als hätten wir beide gerade so einen Fighter-Tief. Und auch schön, dass du wieder da bist an meiner Seite, Sugar John. Sugar John Bellington ist wieder hier bei euch. Ich war nur kurz weg und musste etwas erledigen, aber jetzt bin ich wieder hier, mein Freund. Du warst ja nicht etwa bei der Frau von... Was? Von Jeff? Nein, natürlich nicht. Kleiner Scherz am Rande, auch ihr kennt euch. Schöner Jeff hier. Ja, unglaublich. Oh, was für eine Kombo! Wie aus dem Lehrbuch, meine Boxfreunde. Oh, schön hier von Fernandes, ein Haken. Aber Kreuzberg hält auch gut dagegen. Schöner Schlagabtausch. Sehr schön, da waren zwei, drei dabei, die haben sicherlich geschmeckt. Ja. Unglaublich hier. Und die fünf Abpfiff von der vierten Runde, jetzt kommt dann die fünfte. War eine harte Runde, meine Freunde. Sehr harte Runde. Und jetzt sehen wir hier die Ringecke von Fernandes. Mit ein paar Tipps für ihn. Leider auf Mexikanisch, die wir nicht verstehen. Er wird wahrscheinlich sagen... Oh, einen sehr schweren Cut hat der Oma an Augenbraue, am linke. Sehr schwere Cut.
Oh, da brauchen wir schon einen guten Cut nennen, der das. Welchen Cutman hastest du für? Ich hatte Christian. Oh, Christian, ja. Christian war ein sehr guter Cutman. Gott hab ihn selig, er war ein sehr guter Cutman. Er war wirklich einer der Besten. Er hatte, früher war er Rettungssanitäter bei Fußballspielen. Und da waren sehr viel noch mehr mit offenen Cuts zu tun. Und jetzt die sechste Runde, meine Freunde. Und daher kenne ich ihn, genau. Sechste Runde. Halbzeit, meine lieben Damen und Herren. Halbzeit, meine Freunde. Ja, was ist los? Jetzt war es runtergefallen. Ja, was denn? Weiß nicht. Moment. Ach, wunderbar, da ist er ja wieder, der Kugelschreiber. Da ist er wieder. Und Jeremy The Hill Kreuzberg, Mittelgewichts-Champion seit 2 Jahren. Heute wird sich wahrscheinlich herausstellen, ob Julio Enrico Fernandez ihm den Titel abringen wird. Was denkst du, Matthew? Ich denke, hier, gerade zur sechsten Runde, ist noch alles offen. Es kann immer den Schlag geben, der das ganze Match verändert. Und es sieht aktuell wirklich knapp an knapp, Kopf an Kopf aus, ja. Kopf an Kopf, meine Box-Freundchen. So. Schön, ja. Schön auch die Herkunft von dem jungen Fighter. Es ist so, der 19-jährige Jeremy ist der Herausforderer und der hat ihn jetzt gut im Griff wieder. Gut im Griff. Aber worauf ich hinaus wollte, Julio Enrico Fernandez kommt aus dem schönen Juarez, Mexiko. Und Jeremy The Hill Kreuzberg aus dem sehr betuchten Utah Salt Lakes in Salt Lake City. Da treffen natürlich heute 2 Komponenten aufeinander, wo es schon da sehr weit auseinander geht. Und es könnte unterschiedlicher nicht sein. So ist es, so ist es. Und es macht sich auch ein bisschen im Boxstil bemerkbar von den beiden. Man sieht die Straße, man sieht das Dreckige raus bei dem jungen 19-Jährigen. Mexikaner. Ja. Und das sehr elegante, gehobene von dem Mann aus Salt Lake City. So ist es, aber im Ring sind alle gleich. Im Ring haben alle die gleiche Chance. Hier gilt es sich darum, welche Herkunft, welcher Status, egal. Hier geht es darum, Entschuldigung, ja bitte? Nein, bitte. Sprich. Welche Herkunft, welchen Status, welche Religion oder sonst was. Hier geht es rein um den Boxsport. Welche sexuelle Orientierung natürlich auch noch. Das ist auch völlig egal beim Boxen. Ja. Und jetzt? Natürlich ist es von Vorteil, wenn du deinen Vordermann nicht direkt an das Hinterteil gelangst, aber... das ist wohl wahr. Aber jetzt wieder auf den Boxkampf zurückzukommen. Eine unglaubliche 5. Runde hier, sehen wir, unfassbar, dieses Spiel. Schön, dass man in Las Vegas rauchen darf, Entschuldigung. Jeremy The Hill Kreuzberg ist hier wirklich sehr ambitioniert, er geht hier sehr nach vorne mit seinen Haken, er gibt alles, die Fans rasten ausförmlich. Toll, und das war... Der Ringscher. Das war die 7. Runde. Der Ringgong. Ganz toll gemacht. Die 7. Runde. Bist du dir da sicher? Ich bin mir ganz, ganz sicher. Dann war es die 7. Runde, dann habe ich mich vorher vertan, meine Freunde, es tut mir wirklich leid. Und jetzt sehen wir die mexikanische Ecke. Jetzt hat die mexikanische Ecke auch einen Cut erlitten. Ja. Direkt überm Auge. Sieht nicht gut aus. Und hier die Ringecke von Kreuzberg. Sieht sehr angeschlagen aus. Der 26-Jährige aus Utah Salt Lake City. Der seiner Tochter versprochen hat, ich komme heute wieder mit dem Gürtel heim. Das hatte er versprochen seiner 4 Jahre alten Tochter. Und ich denke, er wird sein Versprechen erfüllen. Das ist Ehrensache für ihn. Ein sehr stolzer Vater. Ein sehr stolzer Vater, wie ich auch im Interview schon erfahren durfte, ist ganz, ganz stolz auf seine kleine Madeline.
Und er will natürlich alles tun, um sich stolz zu machen. Oh, schön. Weggeduckt und hier raus die Rechte gerade. Cross. Richtig schön. Schön angetäuschte Haken jetzt von Fernandes. Fernandes hält gut dagegen, der 19-Jährige. Ihm steht die Welt noch offen. Er ist erst 19, er hat noch alles vor sich. Er muss heute nicht gewinnen. Er wird noch so viele Titelkämpfe bekommen, der Junge. Das stimmt, der muss heute nicht gewinnen. Der muss den Kampf bloß irgendwie gut überstehen. Sich beweisen mit einem Sieg natürlich, ähnlich wie es damals auch Kreuzberg geschafft hat, war er der Underdog. Kann heute natürlich auch passieren und einen Schwung in seine Karriereleiterbahn geben. Aber ich muss immer wieder an meinen Kampf denken, damals ja, gegen den Japaner Hikoro Kamantanta. Hikoro Kamantanta, das sag den nicht so oft. Das war unglaublich. War der Kampf nicht sogar in Massachusetts? Nein, der war drüben in Philadelphia. Ach, der war in Philadelphia, ja, okay. Und das war nach dir natürlich auch ein sehr harter Kampf von mir, aber war auch ein, er erinnert mich ein bisschen an Fernandes. Bombenstimmung damals auch? Ja, in Philadelphia. Dein Gegner erinnert dich an Fernandes, oder? Ja, nein, Fernandes erinnert mich an Takamanta. Genau, ach ja, das. Jetzt wo du sagst auch, ja, die Bewegung vom Oberkörper, ja, dieses dauerhafte Pendeln. Und Schwanken. Ganz toll macht er das. Sehr schön, ja. Uff. Schön drüber. Und da wieder ein Schlagabtausch mitten ins Gesicht. Schöner Schlag. Schöner Haken. Der ging zum Körper, oder? Der ging schön in die Nieren. Weit außen, ja. Weit ausplatziert. Oh ja, ja, schön. Erst oben, dann zur Magengrube. Beliebt. Diese Kombination. Sehr schön, ja. Julio Enrico Fernandes gegen Jeremy The Hill Kreuzberg, meine Freunde. Heute live bei Eurosports live. Kommentiert von uns, von mir, Sugar John Bellingham. Und natürlich an meiner ganz verehrte Seite. Aber ich wollte gerade sagen, die Leute wissen natürlich, dass ich Cahill bin. Der Iron Head. Der Iron Head Cahill. Matt, der Iron Head Cahill. Aber John, wolltest du nicht vorher mal, wir haben doch noch was Special, einen Special Gast, beziehungsweise eine spezielle Einführung, genau, und zur jetzt, Ringpause. Und jetzt zur Ringpause werde ich live heute für euch extra, der im Publikum sitzt, Ben Harrington, ja, den absoluten Schauspieler Weltstar, werde ich jetzt kurz interviewen, nur für euch, meine Freunde. Bis gleich. Und jetzt hier Yoda Sports Live hier. Ich stehe mitten im Publikum, euer Sugar John Bellingham. Und ja, ich habe hier direkt neben mir den Schauspieler, den Weltstar Ben Harrington. Und meine erste Frage gleich an dich, Ben. Wie findest du den Kampf im Moment? Hallo, Ben hier. Ja, es ist ein amazing Kampf. Es ist wirklich Weltklasse, sensationell. Ich finde den Kampf mega geil und ich hoffe auf einen frühen K.O. noch. Du hoffst auf einen frühen K.O., das ist, hört man gerne, Ben. Und meine erste Frage gleich an dich jetzt. Ja? Du, wie sieht's mit deinen neuen Filmprojekten aus? Was liegt da an, was machst du gerade? Also es sind ja drei Filme aktuell im Umlauf und bei dem einen Film bin ich der Hauptdeckt, beim zweiten der Hauptdeckt und beim dritten bin ich ein... Ja, der Mann vom Hauptakt. Also ich glaube, du meinst den ersten Film, von dem alle reden. Und bei dem läuft es sehr gut. Wir sind gerade vom Set gekommen und wollen zwischendurch immer ein kleines Event, ein bisschen was anderes schnuppern. Die Boxszene ist ein ähnlicher auch manchmal wie die Schauspielszene. Im Schauspiel darfst du dir auch nicht viel anmerken lassen. Oder auch dann alles. Und das ist beim Boxen genauso. Du darfst beim Boxen auch nicht anmerken lassen, wenn du Schmerz hast, wenn du siehst, darf alles raus. Und drum bin ich hier mit voller Spannung. Danke für das Interview. Da hast du recht, Ben Harrington. Und zwar, ja, was ist dein neuer Film? Willst du ein bisschen Werbung machen? Hier bei uns bei Yoda Live Sports kannst du natürlich Werbung für deinen neuen Film machen. Bitte. Du hast das Wort hier. Also in dem Film geht es um kein Hennessy in Tennessee. Und es wird trotzdem sehr viel getrunken. Und man darf noch nicht viel mehr erwarten. Also es ist ein absoluter Film.
der unter die Gürtellinie geht und ich mag es gern derb und dreckig. Und der Film bietet genau das, meine lieben Zuschauer. Schöne Linke jetzt gerade hier vom Herausforderer. Ja, ja. Und die... Komm. Ja. Danke. Na gut, Ben. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deiner Schauspielkarriere und ich werde wieder raufschalten in unsere Kommentatoren-Kabine. Thanks, Sugar John. Great car for great fight. Und jetzt die achte Runde, meine Freunde. Wieder hier live. Geht's weiter. Achte Runde, wie du schon sagst, John. Wunderbar. Hier schöner Auftakt. In Las Vegas, Nevada. Und nach dem Boxkampf hoffen wir, dass wir noch dann später noch ins Casino gehen, wir beide. Sehr gerne. Das wäre ein Angebot von mir, das ein unmoralisches Angebot, oder? Und moralische Angebote sind für mich schwer abzulehnen. Mhm. Und Spaß beiseite, wir waren ja schon einmal beim Spielen. Ich glaube, du hast damals 40.000 US-Dollar gewonnen. Ja. Und bei mir sah es genau andersherum aus. Ich habe 80.000 US-Dollar verzockt. Aber vielleicht holst du die heute wieder rein, mein Freund. So ist es. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich habe genug Geld dabei, aber hier keine Werbung für Glücksspiele. Nein. Und jetzt wieder Fernandes, wieder sehr in der Vorwärtsbewegung. Er hat jetzt, muss ich wirklich sagen, die erste Runde war ja eher für Kreuzberg, die zweite für Fernandes, die dritte ausgeglichen, die vierte für Fernandes, ja, die fünfte für Kreuzberg, ja, und die sechste war wieder bei, Fernandes. Bei Fernandes, richtig. Und natürlich die siebte. War ausgeglichen, ausgeglichen. Und jetzt sind wir ja auch in der achten Runde und hier hat wieder Fernandes leicht den Vorteil in der Hand. Wenn man den Stats so sehen will, ja, auf jeden Fall. Aber auch ein schöner Block, wie er sie runternimmt, dadurch natürlich die Leber blockiert und dann direkt wieder mit demselben Arm rausstößt. Aber was mir jetzt auffällt, ist, dass Fernandes sehr stark blutet im Gesicht. Ganz etwas ungewöhnlich. Meinst du, dass das deine Sicht beeinträchtigen wird? Auf jeden Fall. Das Blut läuft ihn schon komplett über das ganze Gesicht runter bis in die, auf die Füße, in seine, auf die Boxschuhe. Das läuft durch die Hose runter. Durch die Hose runter und an seinen Knien. Oder nein, das läuft runter. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein starker Kampf. Ich hoffe, der Kampf wird nicht abgebrochen. Ja. Sieht nicht gut aus. Auch schon ein sehr geschwollenes Auge von Fernandes. Kreuzberg schlägt hier wirklich sehr hart, immer wieder mit Haken und Chaps, ja, ins Gesicht von Fernandes. So ist es. Was sagst du dazu? Ich muss sagen, ich bin sehr schockiert gerade darüber, wie der Cut aussieht. Ich denke, in der Ringecke wird der jetzt ordentlich verarztet werden. Da kommt wieder der gute Cutman. Und muss schauen, was er denn noch machen kann. Und ich hoffe, das Ganze wird nicht abgebrochen. Das wäre natürlich gar nicht gut. Nein, also das wäre ein schönes Ende für diesen wundervollen Boxabend heute. Und jetzt in Ringpause, die neunte Runde, meine Freunde. Die neunte Runde. Beide sichtlich erschöpft heute. Und Fernandes sieht gar nicht gut aus. Wir haben ein paar Mal gehört, Fernandes ist erst 19, Frauengeschichten bisher nicht. Er hat lange eine Freundin, seit seinem 15. Lebensjahr schon, sie scheinen sich sehr zu lieben. Aber in letzter Zeit hat man immer öfters gehört, Fernandes war beim Training schlapp, da ist einiges rausgekommen, gerade über die sozialen Medien. Und ja, wir wissen alle, wie man in dem Alter war. Und es ist auch, man weiß es aus den hohen Sportriegen-Szenen vorm Spieltag, vorm Kampftag, kein, ja, Sex. Und meinst du, das hat er mit seinen 19 Jahren, weil er, siehst du seine Ausdauer gerade, meinst du, er hatte vielleicht noch, das muss er nicht unbedingt, Du meinst Geschlechtsverkehr? Richtig, Mike Tyson hier, ja, auch. Mike Tyson hier im Publikum, ich glaub's nicht. Great Iron Mike. Er kommt jetzt gerade rein in der Halbzeit. In der Frequenz. In der achten Runde, in der Halbzeit der achten Runde. Und jetzt ist die neunte Runde angeläutet worden und ja, wie ist der Stand? Was denkst du jetzt? Einfach mal deine boxerische
weltmeisterliche Einschätzung von dir. Von dir, ja. Hat Matthew Ironhead Coyle. Okay, ich sag dir ganz ehrlich, Sugar John, ich sag, der wird verlieren. Ich sag, der Junge verliert. Der Junge hat nicht ganz an sein Trainingpensum gehalten oder hat zu sehr gestern noch gefeiert oder irgendwelche anderen Sachen gemacht. Der Junge ist nicht fit, der ist nicht bei der Sache mehr. Ja, seit der sechsten Runde fällt mir das schon auf. Ja, gebe ich dir recht. Ich tendiere jetzt auch sehr zu Kreuzberg, denn der junge Fernandes wirkt jetzt etwas müde. Sein Gesicht ist eine einzige Schwellung, wie ich jetzt sehe schon. Sieht nicht gut aus für den jungen Mexikaner aus Juarez. Ich hoffe nur, dass seine Freunde ihn da nicht mit reinziehen. Man hat auch da schon das ein oder andere Mal gehört, Partyszene etc. Ich habe gemeint, der Junge hat sich gefangen, aber heute... Also, du meinst jetzt mit Drogen oder... Ja. Ja, also da kann ich nur sagen, er wurde mehrmals auf Drogen getestet und das natürlich alles negativ. Der war negativ, sehr gut, da bin ich erleichtert, dass du das sagst. Ja. Ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, Jeremy, aber ich muss es jetzt einfach tun, auch für die Fans hier von Yoda Live Sports. Was war los mit bei dir? Was war los mit der Kneipenschlägerei in Boston? Au. Ich bin auf der einen Seite froh, dass du mich das fragst, weil dann kann ich auch hier nochmal Aufklärung schaffen. Es war absolut katastrophal. Es war ein harter Abend. Ich wurde dort lange, lange provoziert. Ich habe viel ausgehalten. Ich bin mehrmals weggegangen. Ich habe mir Beleidigungen gefallen lassen. Aber sobald mich natürlich jemand bespuckt hat, sogar das war mir egal. Aber als jemand meine Mutter eine Schlampe nannte, habe ich ihm sofort mit der Faust direkt ins Gesicht geschlagen. Und das war halt blöd, weil der junge Mann war mit 12 weiteren Leuten da. Und was die 12 Leute nicht wussten, und auch nicht der junge Mann ist, dass ich niemand bin, außer Matt, der Iron Head Coyle. Und ich sag's euch, ich habe 50 Schläge auf meinen Kopf kassiert. Aber ich konnte mehr austeilen und ich habe 12 Leute Knockout gehauen. Und sie wollen mich jetzt rankriegen. Einer liegt noch im Koma, wie ich gestern las in der Tageszeitung. Man weiß nicht, ob er wieder aufwacht, aber das war natürlich Notwehr. Also die Polizei ist natürlich hier von Notwehr ausgegangen. Und jetzt startet die neunte Runde. Schön. Ja, ich muss nochmal ganz sehr, sehr stark reingekommen wieder hier von dem Titelverteidiger. Ja. Aber was ich noch sagen wollte ist, als er Hurensohn, beziehungsweise als er gesagt hat, er hat mit meiner Mutter Geschlechtsverkehr gehabt und hat es ein bisschen umschrieben gesagt, da hatte ich schon 4 Fäuste drin, die haben mich nicht gejuckt. Ich habe ihn erst, nachdem meine Mutter liegt mir sehr nah am Herzen und sie war immer für mich da, auch in schweren Zeiten früher. Ohne sie wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Danke Mama nochmal. Und sie wollen mich auf 8 Jahre, die Staatsanwaltschaft will mich als gemeingefährlich einstufen und will mir 8 Jahre verpassen. Nein, ich denke, da wirst du den Promi-Status erhalten und natürlich unschuldig für unschuldig erklärt. Und jetzt wieder eine starke Gerade von Fernandes. Er gibt nicht auf. Sein Gesicht sieht aus wie eine geschwollene Wassermelone, aber er gibt einfach nicht auf, der Junge. Unschön ist das Gesicht wirklich und er hat einen Kampfgeist. Der gibt wirklich nicht auf. Das sagst du sehr, sehr schön. Und man sieht hier in der neunten Runde, das sind die Championship-Runden, wie man sagt. Die letzten 3 Runden sind die Runden, die wirklich wichtig sind. Who is the champion, my friends and all Judo Sports fans? Around the world, who is the champ? Around the world. Wir werden es gleich erfahren. Und jetzt, da wir so gemütlich beisammen sitzen und diesen wundervollen Kampf ansehen, Matt, ja, würde ich dich jetzt live vor aller Publikum, live vor allem Publikum fragen, ob wir es endlich wagen und ich fordere dich jetzt zu einem schönen Benefizboxkampf auf für den Hunger in der Welt. Na, was hältst du davon? Was ich davon halte, sobald du gesagt hast, Benefiz und sobald ich gehört habe, es steht ein klassischer Mann mit mir im Ring, ich bin dabei, ich gehe das fern, aber ich würde sagen, wenn es auch bei dir liegt, John, ich mach das, aber lass uns 6 Runden kämpfen. Oder willst du 12 Runden? Wir werden 12 Runden kämpfen und zwar für den Hunger der Welt.
Oder hast du etwa Angst? Aber nur 2 Minuten vielleicht auch. Ich bin mittlerweile 45 Jahre alt. 2 Minuten, 12 Runden. Matt, see you. Oh. Okay, dann ist das hiermit besiegelt. Ich kämpfe gegen dich für den Hunger. Und jetzt die Ringschlag von der 9. Runde. Jetzt kommt dann gleich die 10. meine Freunde. Und ja, wir werden einen Benefizkampf geben gegen den Hunger der Welt. Ja. Und das wird eine starke Sache dann. Es werden noch ein paar andere Leute kämpfen. Wir haben das Ganze natürlich vorher nicht besprochen, aber ich bin einfach mal so frei und denke, dass an dem Tag nicht nur wir kämpfen. Nein, oder? Wir werden natürlich Vorkämpfer promoten. Und natürlich müssen unsere Manager, mein Manager Don Hink, muss ich deinen Manager dann. Mein Manager ist seit, das wirst du noch gar nicht wissen, ich habe noch nicht gesprochen, mein Manager ist mittlerweile auch Don Hink. Ach, dann wird es halt genau passen. Dann reden wir das mit ihm. Dann reden wir das mit ihm und er soll das alles in die Wiege leiten. Und da wird er sicher sehr erfreut drüber sein, dass wir das machen wollen. Aber jetzt wieder zurück zum Kampf. Jetzt ist Ringpause gewesen. Jetzt kommt dann die 10. Runde, meine Freunde. Ich krieg ganz kurz was rein. Ich krieg ganz kurz was rein hier. Moment. Die 10. Runde. Der Cut ist sehr schlimm, aber es kann weitergemacht werden. Ne? Nochmal aus der Ecke erfahren. Sie haben dort mit dem besten Cutman gearbeitet. Und Jonas Bots wird auch live dabei sein beim Event. Nochmal, Entschuldigung für den kurzen Sprung. Wir werden dabei sein. So ist es. Der Cut ist behandelt hier. Die Blutung gestoppt und wieder schöner Jab. Cross. Nice. Und meine Freunde, wir sehen gerade, wir bekommen gerade eine Nachricht, dass es wirklich sehr ernst ist. Sie müssen sich vorstellen, der ganze Ringboden ist voller Blut, von Fernandes Blut. Und sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Also, dass so viel Blut auf den Ring ist, das sieht fast schon aus wie ein Schlachthaus. Schon, der darf jetzt keine mehr auf seinen Cut bekommen. Der muss jetzt ganz aufpassen. Er muss jetzt wirklich aufpassen, sonst denke ich, wird der Kampf noch in der 10. Runde abgebrochen. Und jetzt wieder ein linker Haken. Oh, und ich dachte, wenn der getroffen hätte, ja, wäre es aus gewesen. Hätte Fahrradkette, das ist das Altbekannte. Hat aber nicht getroffen. Schön. Wieder abgetaucht. Ja. Maidbewegung. Unglaublich, dieser Junge. Die Fernandes. Zuschauer stehen auf jetzt hier im Stadion. Jetzt ist wirklich die Hölle hier los. Und sie geben wirklich alles. Sie sind auch schon sehr erschöpft, beide Boxer. Man sieht deutlich ihren Erschöpfungsgrad an. Aber Kreuzberg lacht hier noch. Er lacht dem Gegner ins Gesicht und kommt und sagt, schlag mich doch. Schlag mich doch in die Gesicht. Das erinnert mich aus den Kinderstufen. Schlag mich doch, du Eierloch. Ja. So macht er das hier gerade. Ganz frech. So frech. Oh, 50 Sekunden noch auf der Uhr. Noch die 10. Runde von 12. Ob wir noch ein K.O. sehen werden, das ist die Frage. Du, ganz kurze Frage, John. Hast du das schon mit deiner Frau abgeklärt? Ich muss natürlich erst noch meine Frau fragen wegen dem Fight. Ist das bei dir schon in trockenen Tüchern? Meine Frau wird zustimmen, natürlich. Bei mir ist es nicht ganz so leicht. Ich habe ja aktuell 3 Frauen. 3? Ja. Die wissen auch alle voneinander, aber jede Frau hat ein kleines Recht auf mich. Bist du jetzt doch Mormone, oder? Nein, das hat mit Mormonen sein nichts zu tun. Ich bin frei. Freier Mensch. Freier Mensch und meine Frauen sind freie Frauen. Sie gehören lediglich zu einem 25-prozentigen Anteil mir. Ach so. Also eine offene Beziehung. Und jetzt der Gongschlag zur 11. Runde. Die 10. Runde ist vorbei und das sah ich, muss ich sagen, leicht Kreuzberg vorne. Vorne, Kreuzberg, Punkte, ja. wieder, ja, fand ich auch. Nach Punkten, ja. Und wie gesagt, Fernandes sieht jetzt wirklich nicht mehr gut aus. Aber als hätte er... Also ich würde jetzt wirklich den Kampf abbrechen, das ist ein einziger Blutgeschwulst im Gesicht. Der Trainer ratet ihm doch dazu, aber der Junge sagt, nein, ich will nicht. Ja, aber er muss fast abbrechen, also der Junge, das geht dann schon mal an die Gesundheit jetzt.
Aber wenn du so einen Kampf abbrichst, wenn der Junge noch will, meinst du, es ist ein Schlauchfilm oder brichst du da lediglich seinen harten Fighter-Charakter? Die Gesundheit muss immer Vorrang haben, auch im Boxsport. Und das solltest du, Jeremy the Hill Cahill, Matthew Ironhead Cahill, am besten wissen. Sogar John Bellingham, ich sag dir. Aber der Junge will kämpfen und stell dir vor, er bringt das Ding noch, obwohl der Trainer das jetzt abbrechen will oder er gewinnt jetzt noch. Das kann auch sein. Gesundheit muss vorgehen und jetzt geht die 11. Runde los, meine Boxfreunde. Sollten Sie uns im Radio hören, gerade während der Autofahrt, weil Sie dieses Boxevent nicht sehen können, dann werden wir Ihnen natürlich jedes Detail nennen, das Sie hören möchten. Genau, das wird später auch nochmal im Stream, im Yoda-Stream, wird es nochmal einen kleinen Überblick geben über die ganzen Highlights. Genau, und da können Sie auch anrufen und uns Fragen noch persönlich stellen. Wir werden alle eure Fragen beantworten danach in dem Livestream auf Eurosport. Kein Thema. Kein Thema, wir sind da für Sie. Und ich freue mich schon drauf, auf euch Fans, dass ich John Sugar John Bellingham eure Fragen beantworten kann. Ich, Matthew Ironhead Cahill, freue mich natürlich auch sehr auf euch. Das wird super. Schöne Schulterrollen. Ja. Oh, Fernandes, ich weiß nicht, das sieht nicht gut aus für Fernandes. Nochmal aufs Auge. Oh, das Blut spritzt hier wirklich. Also ich habe sowas selten gesehen, muss ich wirklich sagen. Ein sehr blutiger Kampf. Aber sehr unterhaltsam hier in Las Vegas, Nevada, meine Freunde. In der vorletzten Runde noch eine Minute und 23 Sekunden aktuell auf der Uhr. Auf der Uhr hier in Las Vegas, Nevada. Neben dem Casinos, wo wir heute, wenn Sie Lust haben, ich und mein Freund, wir können uns Danke. Auf jeden Fall Freunde nennen. Danke auf jeden Fall. Matthew Ireland Cahill. Danke, Sugar John. Danke, danke. Und ich denke, wir werden uns heute noch im Casino verabreden. Und wenn ihr Fans seid von uns, kommt doch einfach vorbei. Und wir sehen uns dort, richtig, an jeden, der in Las Vegas ist, oder? Wir würden auch Autogramme geben, kommt einfach vorbei. Wir geben Autogramme und wir können auch eine Runde Blackjack spielen. Das könnten wir natürlich machen. Ah, oh, schönes Ding auch wieder. Wunderbar wieder von Julio Enrico, der trotz diesem massiven Blutverlust, ich sage euch, meine lieben Freunde, John, was meinst du, das sind doch schon 2-3 Liter, die er da verloren hat. Also, der Ringarzt, ich verstehe nicht, dass er nicht einschreitet hier. Es sieht wirklich nicht mehr gut aus. Jetzt muss was passieren. Entweder der Trainer schmeißt das Handtuch oder der Ringer. Der taumelt doch jetzt noch. Oder der taumelt doch nur noch. Ist der noch bei Bewusstsein? Jetzt hat es langsam wirklich gesundheitliche Grenzen erreicht. Ja, jetzt muss ich wirklich sagen, jetzt muss dann was passieren. Also ich denke mal, die 12. Runde wird nicht mehr stattfinden. Jetzt ist der Gong und ich denke... Er muss es abbrechen. Ich denke, der Ringarzt wird jetzt so klug sein und die Runde abbrechen. Er muss es abbrechen. Im Kampf. Ja. Und das wird wohl auch so sein. Unglaublich hier in Las Vegas, Nevada. Ein Drama. John lässt ja weiter. Der will weitermachen und die lassen ihn weitermachen. Und jetzt sehen wir hier auch noch Fernandes Freundin, die schruft, hört auf, bricht den Kampf ab. Aber wenn das kein Fehler war, aber er möchte. Er möchte einfach weitermachen. Oh Gott. Oh nein. Oh. Und Kreuzberg malträtiert ihn hier mit harten Treffern wieder auf das Auge. Aber immer wieder Gegenwehr. Oh! Er ist einfach eine Kämpfernatur. Den spürt er morgen noch. Enrico muss jetzt ganz stark aufpassen, dass er nicht noch mehr auf seinen Kopf bekommt. Die letzte Runde. Er wird es schaffen, hoffentlich. Ein Kämpferherz. Wort in Gottes Ohr. Schön macht er das. Wieder, er kommt zurück. Der Junge ist... Also auch wenn der Junge hier rauskommt, egal ob Niederlage... Jetzt geht er kurz in die Knie. Egal ob Niederlage oder nicht, der Junge wird hoffentlich ein Champion werden. Er hat das Zeug dazu. Er hat das Zeug dazu, aber heute denke ich nicht mehr. Er muss einen Lucky Punch jetzt noch setzen oder... Der Kampf wird verloren sein. Nach Punkten wird er den verlieren. Aber es schaut aus,
Noch eine Minute 45. Es sieht, oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich dachte, er geht ein bisschen auf Distanz, aber er geht wieder voll rein. Schlagabtausch. Er geht wieder voll nach vorne. Oh mein Gott. Und Kreuzberg macht ihm wieder dreckig ins Gesicht. Er weiß, dass er hier gewinnen wird. Und wieder ein starker Uppercut. Das sind natürlich die bösen Sprüche, die schon die ganze Zeit kamen über die Runde. I kill you and I smash you and something. I hit you. I hate you like a dead pig, like that, so, ja, es ist hart, ja. Man hört es auch hier deutlich. Oh, und jetzt nein! Was hört man, was meinst du? Entschuldigung, was hören Sie? Was hörst du? Ja, man hört, wie sie sich gegenseitig beschimpfen jetzt hier. Aber sie kämpfen weiter. Oh mein Gott, und Fernandes geht zu Boden. Er geht zu Boden. Oh mein Gott. Was ist hier los? Er rührt sich nicht mehr. Und der Ringarzt läuft sofort in den Ring. Oh mein Gott, was ist hier los? Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Es ist... Die 10 Sekunden sind schon lange vorbei. Die sind schon vorbei und die fühlt sich... Um die kümmert sich keiner mehr. Der ist reglos am Boden, der macht eine Leichenstarre. Oh mein Gott. Und hier ist was Schlimmeres im Gange. Der Kampf wird jetzt hier an dieser Stelle abgebrochen. Der Ringarzt ist beim John Boxer. Seine Hand bewegt sich nicht mehr, John. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Was ist hier los? Er liegt am Boden regungslos. Und jetzt wird nochmal die Gongleute geläutet. Keiner mehr die Glocke. Spart euch das. Was war denn das jetzt hier? Oh mein Gott. Die Menschen stehen außen rum. Um ihn versammelt, eine Menschentraube. Die mexikanischen Fans schreien in den Ring. Er ist total erbost. Sogar John, ich glaube, der ist tot. Und der Ringrichter gibt hier das Zeichen, dass er keine Lebenszeichen mehr von sich gibt. Und die Fans sind fassungslos, ein Schwarzer. Was passiert hier? Die mexikanischen stürmen rein. Sie gehen auf ihn los. Sie gehen auf oh mein Gott. Auf den Hill los. Mindestens 12. 12 Leute. 12 Mexikaner gehen. Genau, doch 2 weg. Was soll das? Sie müssen doch dazwischen gehen. Die Polizei kommt auf. Aber was ist unter seinem Handschuh? Oh mein Gott, Kreuzberg. Kreuzberg hatte ein Bügeleisen unter seinem Handschuh versteckt. Die mexikanischen Fans haben ihm den Handschuh runtergerissen. Schreck. Und zum Vorschein kommt ein Bügeleisen. Oh mein Gott. Damit Sie sich das besser vorstellen können, dann Leute, die das jetzt gerade nicht live sehen, immer im Auto oder sonst wo. Er hat das Bügeleisen, so wie das aussieht, das Bügeleisen war oben verformt an der Metallschicht. Oh mein Gott, das ist ein Boxdrama hier. Er hat es vermutlich am Henkel genommen und die ganze Zeit damit gekämpft. Und deswegen sieht auch das Gesicht so verbogen aus. Und ist es wirklich wahr? Kreuzberg hat hier betrogen, ganz klar. Und jetzt ist auch schon die Polizei im Ring und nimmt ihn fest. Das geht ganz schnell. Das geht schnell hier in Las Vegas. Nimmt ihn mit! Und nehmt den mit, diesen Betrüger. Und ich hoffe, er wird eine sehr lange Gefängnisstrafe erhalten. Was denkst du, Matthew? Also so wie ich das sehe, wird das ein schwarzer Tag im Boxsport. Es kommt auch schon eine Trage herein. Die Leute, glaube ich, außenrum realisieren es noch nicht. Dass es auch wirklich Jeremy Julio Enrico Fernandez umgebracht hat. Es ist... Das ist also... Sugar John, was... Mir fehlen die Worte. Mir auch. Aber Leute, nochmal, unserem Kampf von Sugar John Bellingham und mir, Matthew Ironhead Cahill, wird natürlich trotzdem für Welthunger stattfinden. Wir haben gerade... Gegen den Welthunger, nicht für den Welthunger. Für die Unterstützung, dass der Welthunger hoffentlich bald ein Ende hat. Danke, John. Und wir haben gerade hier was entschieden nach dem aktuellsten Ereignis von diesem krassen Kampf. Ja. Wir schauen uns gerade nochmal das Replay an. Es ist wirklich unglaublich, er ist wirklich tot. Also jetzt ist es offiziell. Der Ringrichter gibt hier die Zeichen des Todes. Wir sind gerade nochmal für Fernandes. Fernandes ist jetzt um genau Punkt 19.12 Uhr in Las Vegas, Nevada verstorben. Meine Freunde, ein trauriger Tag. Mit 19 Jahren müssen Sie sich vorstellen. Aber wir haben noch eine gute Nachricht. Wir beide, damit das nicht passieren kann, kämpfen ohne Handschuhe. Wir kämpfen ohne Handschuhe. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt.
gegen, ja, als Protest gegen diesen Kampf werden wir diesmal bare knuckle ohne Handschuhe kämpfen. Gegen den Welthunger in, als Benefizkampf. Richtig. Und damit so etwas nicht mehr vorkommen kann. Wir wissen nur noch nicht den Ort, wo wir boxen werden. Aber was würdest du boxen wollen? Was ich sagen kann, wir werden wahrscheinlich nicht in Las Vegas kämpfen. Aus Protest natürlich nicht in Las Vegas. Nein, wir werden vermutlich irgendwo anders kämpfen. Es wird sich noch rausstellen, je nachdem auch natürlich, wo die anderen Leute... Gut, es wird von uns abhängen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall in den USA bleiben. In den USA hört sich gut an. Ich tendiere ja zu New York City. Ja, da habe ich auch viele Fans. Ja, dann. Aber das werden wir dann noch bekannt gehen. Und somit verabschiede ich mich jetzt zum Ich, Sugar John Bellingham, verabschiede mich von Ihnen, meinen Fans und Boxfreunde, für den heutigen traurigen leider Abend. Fernandes ist jetzt verstorben. Und. Mit nur 19 Jahren ist er verstorben, aber es ist kein Grund aufzugeben für uns alle. Das hätte Julio Enrico Fernandes nicht gewollt. Das Leben geht weiter, meine Freunde. Für seinen Cousin, für seine Mama, für alle geht das Leben weiter, nur für ihn nicht. Aber es kann immer weitergehen, auch für ihn. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und wir werden sehen, ja. Ich bedanke mich auch recht herzlich hier, Matthew Ironhead Cahill und Cahill, und ich bin raus jetzt. Schönen wir Abend sind trotzdem noch. Wir sind raus, meine Freunde, Jura Sports live in and out by my friends. Over. And out.